In diesem Video geht es nochmal um den Ort. Pattaya. Und zwar haben wir den vor über einem Monat ein paar Tage besucht und es wird Zeit nochmal für ein Feedback und wann geht es für uns beide das nächste Mal in Richtung Pattaya. Das in diesem Video, also bis gleich bis gleich. und dranbleiben. Und natürlich wie immer auch ein Moin Moin oder ein Hallo an euch. Von meiner Seite her, liebe Thailand-Community, Pattaya, Pattaya, das berühmt-berüchtigte Pattaya. Naja, Mai ist ja vor ein paar Jahren schon mal mit ihrem Ex-Freund ein paar Tage da gewesen. For many years you go one time before to Pattaya with your ex-boyfriend, ne? And go walking street, watching around a little same place, ne? Ja, für mich war es das erste Mal vor über einem Monat, dass ich in Pattaya war. In diesem Video wollen quasi nicht nur ich, sondern die Mai quasi. Wir wollen nochmal die Eindrücke Revue passieren, wie wir das alles so empfunden haben. Und man muss ja von vornherein sagen, wir waren nur ein paar Tage da. Die erste Zeit waren wir bei meinem guten Freund in Frank auf einer Hochzeit eingeladen. Und dann waren wir noch 2, 3 Tage da. Und man muss ja auch ganz ehrlich gestehen, wir haben uns auch mit Absicht, weil wir das unbedingt mal wahrnehmen wollten, ich auf jeden Fall und die Mai zum guten Teil auch, in dem Bereich da, wo halt wirklich das Vergnügungsviertel angesiedelt ist, Walking Street, Beach Road und so weiter, uns einquartiert und haben uns das überwiegend halt angeschaut. Also wir können jetzt hier definitiv kein Video machen, wie ist Pattaya gewesen oder wie haben wir Pattaya empfunden, weil Pattaya ist, denke ich mal, nicht unbedingt zu 100% gleich mit diesem kleinen Teil von Pattaya nur gleichzusetzen. Eher als würde ich jetzt ein Feedback-Video über Hamburg machen und hätte mich ein paar Tage nur an der Reeperbahn aufgehalten. Das wäre ja auch ein totaler Blödsinn. Deswegen, ja, ist jetzt kein Feedback-Video nur über Pattaya, sondern wirklich halt nur über diesen Bereich Beach Road und Walking Street. So, Maitila. Yes. How was Pattaya? Not so like. Yes. Okay. First you can tell me what you like. Not so like. Party. Okay, small party. But on the bed I not so like party. Yeah. Party you can make everywhere in Thailand. Yeah. Bangkok. I think another place more have fun. I don't know, for me is. Okay, then you can tell me what you don't like. People. The people? Okay. People around and okay. People. I don't know, darling. Yeah, it's okay, it's okay. Everything around is like not like. Mm. Okay. Yes. Ja, okay, ganz kurz mal in Deutsch zusammenfassen. Mai fand es nicht so toll, ne? Party findet sie zwar ganz cool, aber sie hat halt so die Menschen, hat sie gesagt. Das war halt nicht so ihr Ding. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, da waren wir auch halt auch überrascht. Gerade in dem Bereich so Walking Street, Beachwood. Fand's okay, es war ein sehr gemischtes Publikum. Ich mag die Gesellschaft, sie hat es mal übersetzt, vom Thai ins Deutsche. Ich mag die Gesellschaft dort nicht. Okay, wisst ihr Bescheid? Ne? Ja. Yes, I mean. Was okay. Ne? The kind of people. Ja. Ist doch auch in Ordnung. Ja, das hat ihr nicht so gefallen. Ja, was ich noch eben sagen wollte, es war gemischtes Publikum, auch da gerade an dieser Walking Street. Viele Europäer, aber was mich gerade in dem Bereich zwischen so Walking Street und Beach Road aufgefallen ist, wo man so ein bisschen erschlagen wurde, woran das, ob das normal ist, keine Ahnung, sehr viel Inder, many people from India, ne? On the place we stay, ne? Yes. Tja, das waren grob gesehen die Eindrücke von der Mai. Meine sehen natürlich komplett anders aus. Nein, Spaß beiseite. Wie waren so meine Eindrücke? Ich sage mal so, wie gesagt, Pattaya, um Gottes Willen, kann ich nicht bewerten. Wie gesagt, dafür muss man sich vielleicht sogar ein paar Wochen in Pattaya aufhalten, weil Pattaya hat bestimmt ganz viele wunderschöne Orte. Besonders dieser Holztempel, der da auch fast um die Ecke war, den muss man sich auch unbedingt mal angucken. Haben wir jetzt leider auch nicht geschafft. Man kann gleich nebenan eine wunderschöne Insel besuchen. Ich denke mal, all das sind auch Sachen, die mir vielleicht auch persönlich an Pattaya definitiv gut gefallen hätten. Aber im Endeffekt, wie gesagt,
Wir haben uns halt gezielt den Teil ausgesucht, weil dafür ist Pattaya zum Teil auch berühmt und berüchtigt. Ja, wie waren da meine Eindrücke? Es war ein gemischtes Publikum. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist eigentlich grob so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kenne das ja ein bisschen aus Bangkok. In Bangkok gibt es ja auch, da gibt es hier Koh Samui, da gibt es hier Soi Cowboy und da gibt es Nana Plaza, you have in Bangkok, same party and red light. Und klar, ich habe ein Jahr in Bangkok gelebt. Klar, habe ich mir das auch alles mal angeguckt. Und also für die Leute, die noch nie in Pattaya gewesen sind, wahrscheinlich die wenigsten, die Videos angucken, vielleicht aber schon mal in Bangkok waren. Ich finde gerade so, dass eine Vergnügungsviertel, so der Beachwood, wenn ihr das auch so empfindet, packt das gerne mal in die Kommentare. Das ist, finde ich, wie so ein Mix aus Soi Cowboy oder Nana Plaza, ist ja ähnlich, und wie halt Koh Samui, ne? I think the Beachwood is mix Nana Plaza from Bangkok and Koh Samui, ne? A little bit red light, a little bit bars, a little bit party, drinking, everything together. Wir hatten da definitiv ein paar nette, entspannte und lustige Tage, aber wir waren jetzt auch nicht traurig, als nach diesen 3, 4 Tagen erst wieder, we're not really sad after these days, we go back to Chantaburi. Ja, im Endeffekt, die meisten, die mich kennen oder auch so ein bisschen mich auch über die Videos kennen, wissen ja, dass ich so, naja, ich will nicht sagen, ein anderer Typ bin, aber ich bin definitiv, da sind Mai und ich ja ein bisschen, about this we a little bit different, about party, yeah, drinking. You like that more? And I like it more. No. Nein, es ist nicht so meine Welt. Ne? Deswegen, und war mal ganz nett, sage mal, es war ganz okay. Und was mir auch, ich weiß ja nicht, ihr könnt es mal unten in die Kommentare reinpacken, mir extrem aufgefallen ist, teuer. Ne? Expensive, ne? Ja. I think around Beach Road and everything, when you go outside eat, normal Thai food, the price very high. Ne? Ich werde auch nicht vergessen, wo wir mal auf der Insel hier waren, nicht nur Koh Chang, sondern Koh Kut, da haben auch einige drunter kommentiert, auch wenn man da essen geht, da ist es richtig teuer. Das war an manchen Orten, da Pattaya Beachwood, viel, viel teurer. Ich denke mal für Leute, die halt gezielt nach Thailand auswandern und sich auch Pattaya aussuchen. Wie gesagt, Pattaya ist ja kein kleines Dörfchen, da gibt es halt viele Ecken und es gibt wahrscheinlich auch viele wunderschöne Ecken, die überhaupt nichts mit dem Vergnügungsviertel Beachwood zu tun haben und so weiter. Und ich denke mal, wenn man zum Beispiel, wo wir hier wohnen, Chantaburi aktuell mit Pattaya vergleicht, ist schon sehr unterschiedlich. Das ist hier gerade ein Ort, das hatte ich ja schon mal ein paar Mal in den Videos thematisiert, wo es sehr, sehr wenige Phalanx gibt und Pattaya many, many Phalanx, ne? Das ist auch sehr stark so ein bisschen, also wir sind da wirklich an der Beach Road lang gegangen und ja, man ist da in Thailand, aber so von den Leuten, ich hatte nicht mehr das Gefühl. I think you walk on the Beach Road and I think the people from outside so much more than Thai people. Ne? Ja, das Chinese Phalanx and India. Ja, Inder, sehr viele chinesische Besucher, many people from China, ne? Und viele Europäer oder so europäisch aussehende Menschen können ja auch aus Australien oder aus den USA kommen. Jedem halt auch das Seine. Und ich denke mal, dass da viele Europäer gibt und auch bestimmt sehr viele Deutsche, ist das vielleicht auch ein Grund, warum viele auch gerne da in die Richtung auswandern, vielleicht auch einen Ort haben, um so ein bisschen Leute kennenzulernen, Anschluss zu finden und so weiter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So wie immer, so seine Vor- und Nachteile. Packt mal bitte in die Kommentare. Ich habe mal 2 spezielle Fragen an euch, liebe Thailand-Community. Frage Nummer 1. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, ey, Pattaya, wenn Thailand, dann Pattaya, packt mal in die Kommentare, warum unbedingt Pattaya. Frage Nummer 2 quasi. Für die Leute, ob die hier jetzt schon fest leben oder vielleicht mal den Traum oder den Wunsch haben, nach Thailand auszuwandern. Wenn ihr euch einen Ort aussuchen dürftet, hier in Thailand, welchen würdet ihr für euren Lebensabend hier in Thailand wählen? Wo möchtet ihr gerne wohnen? Packt das mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ja, nächste Frage. Next question. When we go next time to Pattaya? No. Tomorrow? No. No plan. Ja, also steht jetzt erstmal nicht auf der Agenda. Vielleicht machen wir da noch mal einen zweiten Ausflug. Dann vielleicht auch
paar Tage länger und dann vielleicht nicht gezielt Beach Road, Vergnügungsviertel, Walking Street, vielleicht gucken wir uns dann anderen, vielleicht aus meiner Sicht viel schöneren Ecken von Pattaya an, müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir erstmal für die Zukunft oder für dieses Jahr noch viele andere Sachen geplant, werdet ihr definitiv hier sehen, in den nächsten Wochen und Monaten auf den Channel kommen. Thailand. Ja, wir haben das Wochenende, draußen gerade ein bisschen geregnet. I think slowly raining season start, ne? Yes. Ja, also ich glaube langsam beginnt hier in dem Bereich Chantaburi raining season. Naja, aber dann kann man halt hier drinnen sitzen und vielleicht mal das ein oder andere YouTube-Video mehr machen. Tja, Mai fährt gleich you driving next to work. Yes. Ich werde auch noch mal ein bisschen fleißig sein, eventuell arbeiten. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wie immer natürlich. Bis zum nächsten Mal auf den Channel von Thailand. Peace, Love and Lokalok. Abschalten. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Peace. Wir sind raus. Ciao. Ciao.